Ja, servus und willkommen zu Subterra in Bayern. Diesmal ein bisschen ein anderer Anfang. Am 27. November diesen Jahres ist mein Lieblings-YouTuber, Apetor, auf tragischer Weise bei Filmaufnahmen für seinen Kanal ums Leben gekommen. Ich wollte jetzt einfach nur mal die Chance nutzen, falls ihn jemand noch nicht kennt. Ich verlinke unten mal seinen Kanal. Schaut euch das an, wer auf schrägen Humor steht, der ist da absolut richtig. Ja, viel bleibt mir jetzt da nichts zu sagen. Skoll. Ja, mittendrin im Maisschrot. Und wenn es jetzt so scharf stehen würde, dann würdet ihr einen bayerischen Pfennig sehen. Ja, leider nicht mehr und auch nicht weniger, aber noch gut beieinander. Naja, immerhin ein bayerischer Pfennig. Ja, ein Mordslärm hier. Der Bau ist gerade unterwegs und ich habe eine Messerzwinge. Ja, und ich erkläre euch jetzt nicht den Unterschied zwischen Riemenknebel und Messerzwinge. Ich lasse euch raten. Einmal Messerzwinge. Immer wieder gern gesehen. Die Kollegin bringt 57 Pfennig. Ja, Aluminium, ein Ton zum Durchwundern. Sehr schön. Ja, jetzt kommen wir schon etwas besseren Funde. Eine, na, frühneuzeitliche Mantelschließe. Ja, das waren immer zwei Stück. Da hat man so ineinander hackeln können. Eine vorne ist das wahrscheinlich abgebrochen, der Hackel. Ja, immerhin, geil, geil. Soll am Buchstaben darstellen, so was ich noch so aus dem Kopf weiß. Aber welcher ist mir jetzt noch nicht geläufig? Nein, vollkommen wurscht. Also, wunderbare Sache, super, super. Einmal eine Mantelschließe. Da haben wir einen Reißpfennig. Ja, ah, nichts Besonderes an sich, aber das ist der mit der Gabel hinten drauf. Den findet man nicht ganz so häufig. Ja, ein Reißpfennig. Naja, wird schon langsam. Ein bayerischer Kreuzer nach 1805 mit dem königlichen Wappen drauf. Sehr klein, aber immerhin Silber. Aber schon abgelaufen. Naja, super. Haben wir schon mal Silber. Dann hat sich der Tag schon mal rentiert. Machen wir gleich weiter. Und als nächstes ein bayerischer Pfennig. Ja, hauchdünn. Königskrone kann man irgendwo sehen da hinten. Ja, da sieht man es. Genau. Ein bayerischer. Und ein schöner geprägter Sternknopf. Ja, leider nicht gegossen. Der ist geprägt, also nicht so alt. Hinten die Öse ist weg. Naja, immerhin ein Sternknopf. Fünf Reichspfennig sind alle dabei. Ja, immer wieder schön. Das ist sogar richtig gut benannt. 1925, ja, seinen 100-jährigen hat er noch nicht. Aber immerhin 5 Pfennig. Ja, der Bauer macht da mitten, ist nicht zum Aushalten. Ja, jetzt ein schönes UFO. Juhu! Keine Ahnung, was das ist. Ich kann es jetzt schlecht erkennen, aber das. Ja, wahrscheinlich irgendwas Knopfartiges. Hinten ein riesen Metall, Stahl, Scheiß, Eisen irgendwie. Und vorne so geprägtes irgendwas. Ja, was war es jetzt das? Das leider nicht erkennen. Sind zwei Buchstaben. Ja, kann alles Mögliche gewesen sein. Jetzt weiß man was aber. Vielleicht kommt ja noch die Erleuchtung. Wer es weiß, kann es auch unten reinschreiben. Volle für deinen Ufer. Ja, der Bauer kommt schon wieder und ich habe hier einen Heiligen. Ja, was für einen, kann ich schlecht sagen. Ist leider aus Kupfer. Naja, immerhin ein Heiliger. So, jetzt muss ich schnell gehen. Jetzt ist gerade gar nicht so laut. Ich habe einen. Ja, ein Segment eines Dielergürtels. Schwer ornamentiert. Sehr schön gegossen. Ja, feine Sache. Körper. Ja, so opulent sieht man die selten. Schön. Als nächstes haben wir da ein Beschlag. Genau. Das sieht zwar aus, erst mal ein Dielergürtel. Nein, war er nicht. Man sieht hier hinten noch, ja, die Befestigungsösen. Ja, das kann auch vom Buch gewesen sein. Möbel könnte auch sein. Naja, ein Beschlag.
Ja, da laufen die Trocknungsanlagen. Ja, Mordslärm, machen wir es kurz. Ein großer Knopf. Diesmal sogar mit Öse, aber leider kein Ornament. Naja, da kann ich dann was sagen. Einfach Knopf. Ja, an Lärm muss ich entschuldigen, ich bin zu nah an der Trocknungsanlage. Da haben wir einen Zunftgürtel. Ja, oben ist die Marderkelle, unten Zirkel, Winkel und was auch immer. Und damit kann man oben hier die Bierflaschen aufmachen. Ah, nein, das ist ein Krampf. Wie komme ich noch auf sowas? Naja, also ich denke, es ist irgendein Zunftgürtel irgendwie was. Irgendwie. Ja, Alter, schwierig zum sagen. Gute Frage. Wer es weiß, schreibt es rein. Wie gehabt, geile Funde gibt es bei mir aus der Lichtbox. Jetzt habe ich mal die Gürtelschnalle, ich denke mal, es ist eine, sauber gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob man das auch richtig erkennen kann hier. Also, wir haben das klassische Maurerzeichen und wir haben einen Löwen. Ja, so vom Duktus, von der Art her, wie das graviert ist, ähnlich wie bei den Knöpfen, die man immer wieder mal findet. Ja, also schon handwerklich, ich gehe mal näher ein bisschen, ja genau, kann man es gut sehen, handwerklich und auch künstlerisch eigentlich sehr gut gemacht. Man kann also nichts dagegen sagen, also auch die Feinheiten irgendwo beim Zirkel und so weiter, wie das Scharnier, sehr, sehr schön. Was es genau war, ja, ich denke, es war Gürtelschnalle. Wenn es einer denn besser weiß, dann soll er es mir sagen. Weil Informationen findet man da keine im Netz. Ja, eine Gürtelschnalle. Es wird Abend und wir haben zwei Reichspfennige, wenn sie irgendwann scharf werden sollten. Ja, man kennt man ja. Schön benannt und nichts Besonderes. Ja, wo ist es jetzt das? Heiligenanhänger XXL, keine Ahnung. Kleine Blecharbeit. Zu erkennen ist nichts. Naja, eigenartiges Teil wird eingepackt. Das sind die allordentlichen Funde. Bayerischer Pfennig, nicht zum Scharfstellen. So, jetzt hat. Jawohl. Schmal, schmal, schmal. Ich kann es selber nicht mehr sehen, es ist sehr dunkel. Ich denke, es ist ein bayerischer. Wenn nicht, dann melde ich mich. Ja, sagt das Pferd. Nein, ich sage, es ist ein nicht scharf zu stellender Heiligenanhänger oder Kreuzheiliger. Sicher bin ich mir nicht. Leider ist er aus Zinn. Und nachdem ich dementsprechend die Zinnpest, dann zerbröselt es eh. Schade. Na, egal. Einmal heilig. Das ist ein Volltreffer. Tja, Deutsches Reich. Da war wohl einer nicht ganz zufrieden mit Regensegen. Naja, kann man es natürlich auch machen. Einmal Regensegen mit einem guten Durchschuss.